Aloha zusammen, heute gibt es ein total dummes Unboxing-Video zum i5 3330. Den habe ich mir bestellt, weil ja mein PC funktioniert hier immer noch nicht. Und da habe ich mir gedacht, einfach mal so ein kleines Unboxing zu machen. Ja, der hat irgendwie 145 € bei Amazon gekostet. Ich werde ihn jetzt einfach mal auspacken, mal sehen, was da mit drin ist. Und ich sollte mal darauf filmen. Mit einer Hand so einen Scheiß aufzukriegen, ist natürlich. So, jetzt. Nicht so einfach. So, wir haben hier eine Pappdingens, so eine Pappschachtel, wo der Boxlüfter drin ist. Der wurde mitgeliefert. Darauf können wir sehen, dass da auch eine Wärmeleitpaste drauf ist. Also, wenn man den Box bestellt, muss man noch nicht mal Wärmeleitpaste dazu kaufen. Ich kann noch nichts dazu sagen, ob der laut ist oder nicht. Das wird sich nachher im Test zeigen. Auf jeden Fall sieht er so wie jeder andere Lüfter von Intel auch aus. Und dann haben wir hier nochmal eine kleine Anleitung zum Prozessor, wie man den einbaut. Da ist auch nochmal so ein Verklebt-Dingens drum, aber das liest sich sowieso keiner durch. Wenn man sich selbst einen Prozessor einbaut, dann weiß hat man auch, wie man einen PC baut. Da. Da ist das Herzstück des Ganzen. Jetzt muss man das nur irgendwie mal da rauskriegen. So. Da ist der Prozessor. Der 3330. Der ist hier nochmal extra ganz eingepackt. Ja, ist für einen 1155 Sockel, wie es bis zur dritten Generation von Intel, also von den neuen Prozessoren, so üblich ist. Der nächste läuft dann ja irgendwie mit einem anderen Sockel. Passt aber dann leider nicht mehr auf mein Mainboard, sonst hätte ich mir auch einen der vierten Generation geholt. Ja, das ist ausgepackt. Sieht unbenutzt aus, anders als die Verpackung. Die hat an den Ecken überall so Dutches, nicht Dutches, so ein paar Datscher dran. Scheint wohl schon verschickt geworden zu sein. Da zum Beispiel, wenn ihr sehen könnt. Ja, so viel zu diesem unprofessionellen Unboxing-Video. Ja, das ist der i5 3330. Ciao.